Hallo, hier ist Philipp von Investor Search und ich möchte ein Beispiel nennen. Ich war gestern beim Stammtisch und gab es eine Diskussion mit einem älteren Herr, der sich darüber so aufgeregt hat, dass die Zinsen so niedrig sind und dass irgendwie der Euro ist scheiße und die D-Mark war viel besser etc. etc. Ich habe doch einen Anspruch auf Zins und dann habe ich gemeint, also eine Währung ist nur ein Tauschmittel. Das tun viele Leute nicht verwechseln. Die einzige Funktion der Währung ist es, dass ich, wenn ich Dinge kaufe, dass das leichter gemacht wird. Oder vielleicht noch, dass ich mit einer Währung etwas aufbewahren kann. Aber es ist nie eine Rendite. Denn erst wenn ich mit meiner Währung, also zum Beispiel Bargeld, in die Bank einzahle und die Bank was damit macht, bekomme ich eine Rendite, weil jemand anderes damit arbeiten kann. Aktuell ist aber einfach so, es gibt sehr, sehr viel Kapital, aber es gibt nicht so viel Nachfrage im Verhältnis und es gibt nicht so viel profitable Projekte. Und deswegen ist der Zins auch sehr, sehr niedrig. Der ist vielleicht noch ein bisschen überzogen durch die EZB und solche Sachen, aber er wäre auch nicht real bei 4% oder so. Und also eine Währung an sich ist eine Spekulation. Ja, ich habe da keine Ausschüttungen. Wenn ich diese Währung aber in Tagesgeldkonto oder in Festgeld oder sowas ummünze, um Zinsen zu finden, wird es ein Kredit. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen und deswegen nicht irgendwie über niedrige Zinsen rumjammern. Man kann nicht mehr sparen. Man muss halt dann einfach, das sind zwei verschiedene Sachen, man muss einfach dann auch andere Assets kaufen wie Aktien oder Immobilien, um eine reale Rendite zu erzielen. Ja, es gibt keinen Anspruch auf Zins.